Heute beschäftigen wir uns mit Prison Break. Und zwar nicht der Serie Prison Break, sondern diesem Effekt, ein Effekt mit einem Kartenspiel und mit Münzen. Und ja, was es damit auf sich hat, das seht ihr heute in diesem kleinen Review. Los geht's mit Prison Break. Viel Spaß! So, das ist der Effekt und jetzt kommen wir mal zu den Pros und Kontras und meinen eigenen Erfahrungen, zu den Winkelanfälligkeiten und so weiter. So, erstmal zu den Pros. Es ist ein ziemlich visueller Effekt und man hat so was Kleines Gebasteltes. Das heißt, man hat nicht nur ein Kartenspiel oder nicht nur ein paar Münzen, sondern man hat zwei Elemente miteinander kombiniert und hat was Visuelles, wo eine Münze sichtbar, schnell in der Tüte drin erscheint, in diesem kleinen Tütchen für den Zuschauer. Das Coole ist dabei, dass es tatsächlich die Münze vom Zuschauer ist mit der Unterschrift darauf. Das heißt, ihr müsst nichts austauschen oder so. Nein, er sieht tatsächlich in der Tüte dann seine Münze drin hängen, welche gerade noch in der Kartenschachtel drin war. Ja, negativ, es ist ein bisschen winkelanfällig. Das bedeutet, die Zuschauer müssen wirklich vor euch sein. Vielleicht auch ein bisschen an der Seite, das geht gerade noch so, aber sie sollten nicht hinter euch sitzen. Das ist nicht möglich leider bei dem Effekt. Noch negativ, ihr müsst natürlich was mitnehmen, das bedeutet, es ist keine normale Kartenschachtel, ist ja ganz klar, da hängt eine Schnur dran mit einer Tüte und so weiter, müsst ihr extra für den Effekt mitnehmen, aber wenn ihr sagt, hey, das ist kein Problem für mich, ich nehme natürlich meinen ganzen Close-Up-Koffer mit, dann ist es keine Sache. Ihr bekommt eigentlich alles geliefert, was ihr braucht, das bedeutet, eine Kartenschachtel, welche ihr dann selber zusammenbastelt, eine Schnur, eine Tüte für den Trick. Noch ein kleines, ich sage jetzt mal, Gimmick für den Trick, was ihr dazu braucht, kann nicht zu viel dazu sagen, aber werdet ihr dann sehen, ihr bekommt alles mitgeliefert, was ihr braucht, außer noch so ein paar Kleinigkeiten, was ihr zu Hause habt, wie eine Schere, ein Stift und so weiter. Ja, ist ja ganz klar, das habt ihr natürlich zu Hause. Dann bekommt man natürlich noch einen Online-Link zu einem Video, wo das Ganze erklärt wird. Das heißt, man sieht wirklich von Anfang an bis zum Ende, wie baut man das Ganze auf. Das heißt, man nimmt die Utensilien, welche man dabei hat, die Kartenschachtel, die Schnur und so weiter und baut es dann mit dem Zauberer aus dem Video zusammen auf. Und dann kann man es nachher hoffentlich vorführen. Hierbei wird natürlich gezeigt, was man beachten muss bei dem Trick, wie führt man das Ganze vor, dass es wirklich visuell und schön aussieht und damit es nachher wirklich ein Fooler ist für den Zuschauer. Eigentlich kann ich gar nicht mehr viel zu dem Effekt sagen. Ich hoffe mal, ich habe alles gesagt. Falls ihr aber noch Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Wir beantworten alle Fragen von euch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch um 14 Uhr wie jede Woche. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis dahin viel Spaß mit Prison Break und ja, bis nächste Woche. Ciao.